bereit? Seid ihr genauso gespannt wie ich? Wollen wir uns angucken, was in der Box drin ist? Jetzt müsst ihr sagen, ja! Ja, sehr schön, gut. Also, nochmal zur Erklärung. Diese Box hier, Merchandise, habe ich auf der Gamescom gestern gekauft. Sie heißt natürlich auch, wie es hier genau steht, Merch in Dice. Einmal natürlich Dice ist das englische Wort für Würfel. Und einmal, weil das, die Box ist natürlich in einer Würfelform. Und andererseits musste man dafür würfeln. Also die Box kostet 30 Euro. Und die bezahlst du erst. Wenn du es schaffst, du hast drei Versuche, wenn du es schaffst, bei drei Würfeln eine 6, also ein Pasch von 6 zu haben. Bei drei Würfeln. Dann bekommst du die Box gratis. Haben wir natürlich nicht geschafft, du hast drei Versuche. Haben wir nicht geschafft. Zweimal habe ich gewürfelt, einmal hat Raphael gewürfelt. Haben wir also leider nicht geschafft. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was hier drin ist. Ich werde es mal versuchen, so einzeln rauszuholen. Okay, fangen wir an. Fangen wir stumpf an. Und cool ist natürlich, wenn das Fragezeichen so ein bisschen vorne ist. Höher kann ich es leider nicht machen, weil dann ist mein Kopf hier verdeckt. Gut, warte mal, wie öffne ich das denn? So, oh, also es geht schon relativ schnell auf. Gut, okay. So, warte mal. So. So, ich versuche noch nicht zu gucken. Ich versuche mal noch nicht reinzugucken. Ich muss mir ein bisschen hintersetzen, damit ich noch nicht reingucke. Also, wir haben das erste, was ich fühle, ist eine Cappy. Eine, was haben wir denn hier? Bioworld. Civil War Captain America Cappy. Kann ich natürlich leider nichts mit anfangen. Ich bin kein Cappy-Typ, ne? Mir steht sowas überhaupt nicht. Wem das steht, der freut sich da bestimmt mächtig drüber. Lifestyle Premium Accessoire. Aber ich kann damit jetzt echt nicht viel anfangen. Ah ja, okay. Na schön. Die ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht billig. So, was haben wir denn noch? Jetzt kommt was Großes. Oh, das war's. Das letzte, glaube ich, oder? Ne, ein bisschen was ist noch drin. Was ist das denn? Moment. Amazing 3D Collectors Limited Edition von Mario Kart. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich weiß gerade nicht, wie rum das soll. Warte. Ich glaube, das muss so rum. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist natürlich viel Grün dabei, was da rausskaliert wird. Ich glaube, das kann man da nicht so gut sehen. Es ist auf jeden Fall ein 3D-Bild, Limited Edition von Mario Kart. Wenn ich das dann so bewege, bewegt sich dann dieses Bild damit. Algoras, hallihallo, guten Abend. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ist auch okay. Vielleicht hänge ich es mir irgendwo hin, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja gut, ich... Mal gucken, kleine Sachen sind noch drin. Was haben wir noch? Ach, Kontaktlinsen. Kontaktlinsen sind da drin. Aber was für welche? Das sieht man gar nicht. Ach doch, hier unten. Grün. Es ist so grüne Katzenaugen sollen das, glaube ich, sein. Kontaktlinsen. Eher für Cosplayer interessant. Ist halt random, genau. Jeder Box enthält natürlich immer was anderes. Und entweder man hat Glück oder nicht, ne? So, haben wir noch was? Eins noch. Was ist das? Das könnte ein... das ist geil. Ein Zelda-Armband. Das ist gar nicht mal schlecht. Also das finde ich gut. Das werde ich auf jeden Fall auch umtun und gebrauchen. Ne? Zelda-Armband. Steht Zelda drauf. Dann ist noch das typische Schild von Zelda ist hier noch drauf. Das ist gar nicht mehr schlecht. Das ist zwar, glaube ich, gerade das Billigste, aber das gefällt mir am meisten. Ist ein bisschen seltsam zum Zumachen hier. Ganz viele Bänder. Muss man den Rest noch abschneiden, damit das nicht ganz so doof aussieht. Ja,
dafür habe ich jetzt 30 Euro gezahlt. Ist okay. Ich muss gestehen, ich habe mir irgendwie was von Game of Thrones oder Harry Potter oder sowas oder Star Wars erwartet. Wäre natürlich für mich ein bisschen cooler gewesen. Mit der Cappy kann ich wirklich gar nichts anfangen. Ne? Also, ist nicht meins. Die würde ich, wenn dann mal selber als Überraschungsbox oder sowas mit in die Verlosung packen. Und, ja, das Limited Collectors Edition 3D-Bild ist vielleicht teuer, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja richtig teuer und ich habe da einen super Fang mitgemacht. Muss ich mal nachgoogeln. Keine Ahnung. Ist okay, ne? Aber ihr merkt, richtig wahrhaft begeistert bin ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall eine schöne Sache, eine interessante Sache, sowas mal zu machen. Ich würde es auch wieder machen. 10 Euro würde mir ein bisschen besser gefallen, als 30 Euro dafür zu zahlen. Aber naja, oh, und die Kontaktlinsen. Wie konnte ich diese Kontaktlinsen vergessen, die ich eh nicht benutze? Ich bin kein Kontaktlinsenfreund. Ich habe das einmal probiert, diese Kontaktlinsen reinzusetzen. Das war der Horror. Es ist für mich der blanke Horror, an den Augen rumzufummeln. Ah, oh, Moment. Aristi, ich kann es ganz schwer aussprechen. Aristi.